Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Bedrock Addon-Erstellung. Willkommen zurück. Heute haben wir quasi die letzte Blockvariation hier, nämlich die vertikale Terzit-Treppe. Macht irgendwie Sinn, wir hatten Stufen, vertikale Stufen, Treppen und jetzt natürlich vertikale Treppen. Damit haben wir quasi die, ja, die Vierergruppe quasi fertig. Und tatsächlich, diese Treppe hier ist von allen vier Blöcken, die wir bisher gemacht haben, die einfachste. Ja? Es gibt vier Blockvariationen und die kann ich euch einfach mal zeigen. Einmal Klick, einmal Klick, einmal Klick und einmal Klick. So, und dann seht ihr, ich habe das jetzt schief gebaut. Egal, wir haben hier vier verschiedene Blöcke. Ja? Und das ist im Grunde alles. Wenn wir quasi, ich zeige es euch mal woanders. Wenn wir auf die obere Hälfte von einem Block klicken, so, klick, dann ist es so rumgedreht. Und wenn wir auf die untere Hälfte von einem Block klicken, mal schauen, klick, dann ist es andersrum gedreht. Ja? Das habe ich einfach hinzugefügt. Damit kriegt ihr dann jeweils beide Versionen, je nachdem, wie ihr welche Blockhälfte ihr gerade anklickt. Ja? Und im Grunde ist es auch schon alles. Allerdings ist es dann mehr so ein, ja, so ein extra Teil, was man vor allem mit den Treppen, die wir erstellt haben, benutzen kann, damit man irgendwelche wunderschönen verzierten Rahmen oder so machen kann für irgendwelche Gemälde oder ähnliches. Also da kann man eine ganze Menge dann damit dekorieren. Und natürlich, wenn man mehr von diesen Blöcken hat, nicht nur diese Kalzit-Variation, dann kann man natürlich ja, gigantisch große Bereiche damit quasi abdecken. Also, wir schauen uns einfach einmal an, wie das Ganze funktioniert. Los geht's. Also, wir sind in Blockbench. Dort erstellen wir die Blockmodelle. Unter Minecraft gehen wir auf Bedrock Block und auf neues Modell erstellen. Dateiname würde relativ viel Sinn machen, wenn wir das einfach Stairs Vertical benennen. Denn wir hatten ja vor einigen Wochen die Stufen und da haben wir auch Slab. Und dann später halt Slab Vertical gesagt. Da wäre es quasi eine Beleidigung, wenn wir jetzt das nicht mehr so behalten, wie wir es vorher gemacht haben. Modell-ID sagen wir auch wieder Stairs Vertical. Und fügen dann halt noch ein NW zum Beispiel hinzu für Northwest. Denn auch die zeigt ja im Grunde wie die Treppen vorher in eine bestimmte Richtung. Und da würde ich sagen, erstellen wir erstmal die hier. Und dann gehen wir hier auf Outliner, erstellen eine neue Gruppe und wir benennen die einfach mal, wir benennen die Root, so. Und dann fügen wir einfach zwei Würfel hinzu. Genau so. Ich verschiebe die einmal, damit die dieselbe Farbe bekommen. In dem Fall hier hellblau, dieselbe Farbe wie die Gruppe. Also rückgängig, rückgängig, so. Und dann können wir die so formen wie so eine vertikale Treppe. Erstmal bringen wir die auf die jeweiligen Blockhälften. Wir haben jetzt hier quasi North, das zeigt in unsere Richtung. Das heißt, das hier in der hinteren Hälfte schon richtig. Westen wäre hier. Und das bedeutet, wir ziehen das einfach mal darüber. So. Und jetzt müssen wir natürlich die Texturen verändern. Also gehen wir mal hier drauf. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. So. Norden ist die ganze Blockhälfte. Daher lassen wir das so. Osten ist richtig, Süden ist richtig. Westen ist falsch herum. Oben muss nach unten und unten muss. Hoppla. Oben muss nach unten und unten muss nach oben. Dann nehmen wir uns das. Norden ist richtig. Osten ist falsch rum. Süden. Wenn man sich quasi die Blockhälfte anschaut, das ist die rechte Hälfte, das muss auch nach rechts. Westen ist richtig. Oben muss nach oben rechts und unten muss nach unten rechts. So, dann exportieren wir das mal. Oder auch nicht, es will nicht exportiert werden. Das ist natürlich doof. Wir müssen es einfach als ZIP-Ordner herunterladen. Und dann so. Dann verändern wir das Blockmodell jetzt mal zu Northeast. Man könnte sich natürlich denken, wir schieben das hier rüber und dann ist fertig.
Allerdings möchte ich noch was mit den Kollisionsboxen später machen. Die ist natürlich immer nur so eine Stufe. Und im Grunde möchte ich, dass die Stufe in etwa so aussieht. Also wir schieben das einfach mal hier rüber. Und so, ja. So möchte ich das halt von der Form her haben. Dann müssen wir das Ganze auch einfach hier rüberschieben, so. Und dann hätten wir im Grunde auch North, East. Aber in diesem Fall wäre die größere Hälfte, die vertikale Stufe, könnte man sagen, in einer anderen Position. Ja. Ich erkläre das später noch, wenn wir den Block fertig haben, wie ich darauf eigentlich gekommen bin. So, wir haben Norden. Das ziehen wir erstmal hier so zur Hälfte rüber. Osten sollte ein ganzer Block sein. Süden sollte die Hälfte sein. Dann Westen wieder eine ganze Blockhälfte. Oben kommt nach rechts. So. Unten kommt. Oben kommt nach links, unten kommt nach links. Dann nehmen wir das hier. Norden ist richtig. Osten ist falsch. Süden ist richtig. Westen müsste nach rechts, wenn man sich die Blockhälfte mal anschaut. Das hier müsste nach unten rechts und unten müsste nach oben rechts. So, dann hätten wir das. Und dann speichern wir das einfach mal. Projekt. Sagen wir dann NE. Und dann auch, ja, eigentlich exportieren, aber einfach halt ZIP-Ordner herunterladen. Keine Ahnung, warum das gerade nicht funktionieren will. Weiß ich einfach nicht. So, dann machen wir dasselbe wie zuvor. Wir ziehen das in diese Richtung kleiner und in diese Richtung wieder größer. Und dann verschieben wir das einmal hier rüber. Und was wir jetzt im Grunde haben, ist Süden und Osten, also SE, Southeast. Das können wir dann auch hier einmal schnell umbenennen. Statt NESE. Dann müssen wir die Texturen wieder verändern. Also Non sollte hier sein, das ist die ganze Fläche. Osten müsste die rechte Hälfte sein. Dann Süden, das ist die ganze Fläche. Westen müsste die linke Hälfte sein. Oben müsste die obere Hälfte sein. Unten dann eben die untere Hälfte. Dann gehen wir zu dem hier. So, Norden. Norden müsste rechts sein. Osten ist die ganze. Nee, hoppla. Osten ist nicht die ganze Blockhälfte, Osten ist die linke Hälfte. Süden müssen wir auch einmal drehen, Westen ist richtig. Oben muss nach links unten und unten muss nach links oben. So, damit hätten wir SE auch einmal herunterladen, den ZIP-Ordner. Und dann machen wir das nochmal. Also, ich schließe das hier mal kurz. Wir ziehen das hier runter, da wieder lang. Und dann ziehen wir das hier rüber. Auch hier wieder die Texturen verändern. Norden. Ich weiß nicht mehr, wo Norden ist. Da ist Norden. Deshalb müssen wir das einmal hier rüberziehen. Osten ist die ganze Blockhälfte. Süden müsste die rechte Blockhälfte sein. Westen ist wieder ein ganzer Block. Oben, das müsste rechts sein. Und unten müsste auch rechts sein. Also ziehen wir das mal so. Dann wieder Norden. Norden ist richtig. Osten müsste die rechte Hälfte sein. Süden ist richtig. Westen müsste die linke Hälfte sein. Oben müsste nach oben und unten müsste dann nach unten. So, dann hätten wir hier auch SW. SW. Dann können wir das auch einmal herunterladen. Und dann hätten wir das. Das sollten alle Blockmodelle jetzt sein. Dann gehen wir zu CArchiver für Android bzw. Documents für iOS. Beides in der Videobeschreibung verlinkt. Wir haben dann hier eigentlich unsere vier Dateien, aber die sind jetzt hier gerade noch in den ZIP-Ordnern drin. Wir entpacken die einfach mal. Und hoppla. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich wollte es einfach nur hier entpacken. Die Datei da rausholen und dann müssen wir es halt einfach immer ein bisschen umbenennen. Hier entpacken, umbenennen, hier entpacken, umbenennen.
So, dann kann man die eigentlich löschen. Ihr seht, da sind vier verschiedene Dateien für die vier verschiedenen Modelle. Können wir das einmal löschen und dann öffnen wir die vier einmal so rum. Und ja, dazu benutzen wir Code Editor für Android bzw. Coder für iOS. Auch wieder Link unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch dann einfach herunterladen. Und wie immer fusionieren wir die jetzt. Also wir fügen alle in ein Modell ein. Und dann haben wir hier Northwest, Northeast. Da markieren wir alles innerhalb dieser äußersten eckigen Klammern. Das seht ihr. Einmal ausschneiden. Das sollte dann genau so aussehen wie hier. Dann gehen wir hier in die erste Datei rein, gehen nach unten zur vorletzten geschweiften Klammer, machen ein Komma, gehen eins runter, zweimal löschen, einfügen. Dann können wir hier rüber gehen und das schließen. Ich speichere das einfach mal. Das ist relativ egal. Hier zur Datei 2 dann. Auch wieder alles in den eckigen Klammern markieren, ausschneiden, rübergehen zur vorletzten geschweiften Klammer, Komma, 1 runter, 2 löschen und einfügen. Auch einmal wieder speichern. So. Dann können wir das auch wieder markieren, ausschneiden, hier nach unten gehen, Komma, 1 runter, 2 löschen, einfügen. Dann können wir das auch speichern und schließen und das können wir speichern und schließen. So. Und wenn wir jetzt hier rausgehen, dann sehen wir wieder die vier Dateien. Ihr seht, die drei hier sind nur 61 Byte groß. Das ist winzig im Vergleich zu den zu der ersten Datei hier, die ist 4,62 Kilobyte groß. Die drei können wir dann einfach löschen. So, dann hätten wir das, das können wir schließen. Das behalten wir noch für etwas später, aber das kann weg. Wir gehen jetzt zu Bridge. Auch wieder Link in der Videobeschreibung, falls ihr das noch nicht kennt. Inzwischen solltet ihr das eigentlich kennen. Ich habe ja schon mehrere Videos dazu gemacht. Wir gehen auf die drei Punkte, sagen New File. Und hier unter der ersten Kategorie gehen wir quasi auf die zweite Option, Custom Geometry Block. Das sind im Grunde alle Blöcke, die man mit Blockbench erstellt. Und da sagen wir jetzt Identifier. Macht irgendwie Sinn. Chasside Stairs Vertical zu sagen. So. Display Name, der Name, den man dann eben liest. Wir schreiben hier in die englische Übersetzungsdatei. Aber an sich macht das kaum einen Unterschied. Das ist ja hier nur ein Tutorial. Hoppla. Und dann sagen wir einfach vertikale Calcit Treppe. So, müsste richtig sein. Blockmodell fügen wir noch nicht hinzu, machen wir gleich. Blocktexture, wenn ihr einen eigenen Block macht und davon Treppen macht, dann müsst ihr natürlich hier eine Textur einfügen. Wenn ihr Vanilla-Texturen benutzen wollt oder Texturen von anderen Texturenpaketen, dann würde ich euch empfehlen, das auch erstmal freizulassen. So, dann gehen wir auf Create. Da werden jetzt einige Dateien erstellt, inklusive hier quasi die Hauptdatei, das ist im Grunde die wichtigste Datei, wo das Verhalten vom Block dargestellt wird. Allerdings müssen wir hier noch ein paar Sachen ändern, nämlich das Blockmodell. Ihr seht, hier wurde Chasside Stairs Vertical hinzugefügt. Das können wir überhaupt nicht gebrauchen. Das ist einfach nur so ein Standardblock, das automatisch hinzugefügt wird. Das bringt uns relativ wenig. Hoppla. Daher sagen wir hier bei Blocks, gehen wir auf die drei Punkte und sagen Import File. Und dann laden wir einfach hier die Geometriedatei hoch, die wir eben hatten. Und da haben wir sie stairsvertical.geo.json. Wurde hochgeladen, dann hätten wir das. So, Texts müssen wir nicht verändern, da ist einfach nur die Übersetzung drinne. Textures, Blocks, Chasside Stairs Vertical. Wenn ihr eine eigene Textur verwendet habt, dann ist das jetzt diese. Aber wir benutzen Vanilla-Texturen, daher kann es getrost gelöscht werden. Terrain Texture, auch hier wieder, wenn ihr eine eigene Textur verwendet, lasst es bleiben. Aber ich benutze ja hier Vanilla-Texturen, daher brauchen wir das nicht. So, das da drüber war unser Kompassblock, da haben wir eine eigene Textur verwendet. Daher bleibt das.
So, das kann geschlossen werden. Gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir hier auf blocks.json. Da kann man nämlich unter anderem die Geräusche verändern, die dieser Block macht. Und daher würde ich sagen, packen wir das hier einfach mal auf Calcite, wie viele Male schon davor. Und dann speichern wir das einfach und schließen es. So, Manifest haben wir alles. Pack-Icon.png lassen wir auch so. Wir werden noch Rezepte erstellen, aber erst später, ja? Wenn wir quasi den Rohbau vom Block fertig haben. Also, dann fangen wir jetzt mal mit dem Block hier an. Und natürlich hier die neuere Version, die 1.20.0, die packen wir einfach da rein. Geometry können wir erstmal entfernen, da wir unsere eigene Geometriedatei verwenden, ist das hier gar nicht nötig. Wenn ihr eure eigene Textur verwendet, empfehle ich euch, das hier quasi stehen zu lassen. Das braucht ihr an sich nicht. Alpha-Test benötigt ihr, wenn ihr quasi ungefärbte Glastexturen benutzen wollt. Blend für gefärbte Glastexturen und quasi standardmäßig sind das eben nur vollkommen deckende Texturen. Aber das können wir alles einfach hier entfernen und stattdessen sagen wir einfach nur Cassite. Denn Cassite ist eine Standardtextur in Minecraft. Die wird dann eben auch durch, ja, durch Texturenpaket ersetzt und dann wird das hierauf eben auch angewendet. Ja? Ihr habt eben gesehen, das wird vorgeschlagen. Da gibt es noch viele weitere Texturen. Im Grunde alle Standard-Minecraft-Texturen ja, könnt ihr da reinschreiben und dann werden davon die Texturen einfach übernommen. So, dann gehen wir hier zur Description und fangen mal an, da ein paar Sachen einzutippen. Zum Beispiel Menu Category, das ist dann die Inventarkategorie. Und dann gibt es verschiedene Kategorien, unter anderem eben Construction, das sind die ganzen Baublöcke. Und dann gibt es Groups und da gibt es verschiedene Gruppen quasi. Das kennt ihr, die kann man so ausklappen oder einklappen. Und wir können leider keine eigenen erstellen, also können wir einfach nur die benutzen, die es bereits gibt. Und dann denke ich einfach, wir nehmen uns hier die Treppen und wir fügen da einfach die vertikalen Treppen rein. Es ist quasi dicht genug dran. Deshalb kann man das einfach machen. So, dann setzen wir hier ein Komma und dann sagen wir Trades. Da fügen wir zwei hinzu. Als allererstes benötigen wir Minecraft Placement Direction. So, da sagen wir dann Enabled States. Enabled States, so. Und Cardinal Direction, das ist dann quasi die Himmelsrichtung. Und wenn wir den Block platzieren, dann wird die Richtung, in die wir schauen, quasi gespeichert. Ja? Die Himmelsrichtung, in die wir schauen, wird abgespeichert auf diesem Block. Und wir wollen ja, dass der Block quasi zu uns schaut, also in die umgekehrte Richtung. Und daher sagen wir einfach Y-Rotation Offset 180. Und 180 Grad, das dreht sich ja quasi im Halbkreis, also zeigt es dann zu uns. Wir sind allerdings noch nicht fertig, denn wir sagen hier noch, das wird dummerweise nicht vorgeschlagen, daher muss man das manuell eintippen, nämlich Placement Position. So. Doppelpunkt, Klammer auf, Klammer zu. Das wird jetzt gelb unterstrichen, es existiert tatsächlich, aber das wird hier vom Bridge nicht erkannt, daher ist ein bisschen Pech gehabt. Wir sagen auch hier wieder Enabled States. So, Enabled States. Auch wieder Doppelpunkt, eckige Klammer auf eckige Klammer zu. Und dann Minecraft, Doppelpunkt und Vertical Half. Das ist eine weitere Eigenschaft. Das heißt, wenn wir die untere Hälfte eines Blocks anklicken, dann wird es auf Bottom gesetzt. Wenn wir die obere Hälfte des Blocks anklicken, wird es auf Top gesetzt. Und damit kann man eben die vertikale Hälfte abfragen. Denn ich möchte es quasi so machen, wenn wir die Treppe zum Beispiel auf dem Boden platzieren und Richtung Norden schauen, dann soll die Geometriedatei Northwest benutzt werden. Ja? Und wenn wir quasi auf die obere Blockhälfte klicken,
dann soll das Northeast sein. Ja? Wenn wir nach Norden schauen, soll dann jeweils eine der beiden Variationen verwendet werden. Genauso, wenn wir nach Osten schauen, auf die untere Blockhälfte klicken, dann soll das Southeast sein. Wenn wir auf die obere Blockhälfte klicken, soll das Northeast sein. So in etwa halt. Gut, dann gehen wir zu den Komponenten und schauen uns mal an, was bräuchten wir da noch. Block Light Filter brauchen wir nicht. Collision Box machen wir später. Crafting Table nein. Destructible by Explosion. Und ich habe das schon öfters erwähnt, aber ihr schnappt euch einfach den Wert, der auf Wikipedia steht, und multipliziert den mit 5. Kalzit hat einen Explosionswiderstand von 0,75. Mal 5 gerechnet ist das dann 3,75. Dann schauen wir uns an, Destructible by Mining, wenn es denn vorgeschlagen wird, da haben wir das. Und dort empfehle ich euch, einen sehr niedrigen Wert anzugeben, denn das Ganze ist nur in Sekunden. Das heißt, lässt sich nicht durch irgendwie Werkzeuge mit Effizienz oder so beeinflussen. Es ist einfach nur die Zeit, die man braucht, um es zu zerstören. Und ich empfehle euch, haltet euch da an Eisen bzw. Diamant, also dass es relativ schnell zum Abbauen geht, aber auch nicht so lange dauert. Also es wäre ja nervig, ja, stellt euch mal vor, ihr habt Netherite mit, hoppla, Netherite mit Effizienz 5. Das würde dann ja ewig dauern, um das abzubauen. Aber wenn ihr das auf 0,001 Sekunden macht, dann könntet ihr das einfach aus Versehen abbauen. Ja, ihr habt einfach zum falschen Zeitpunkt draufgeklickt. Daher macht das einfach so auf 0,2 Sekunden. Das ist eine recht gute Zeit. Display Name benötigen wir nicht. Flammable, wenn ihr einen Holzblock macht, könnt ihr es benutzen. Friction brauchen wir nicht. Geometry machen wir später. Light Dampening packen wir auf 0, denn diese vertikale Treppe ist ja kein ganzer Block. Und dementsprechend wird kein Licht absorbiert. Light Emission brauchen wir nicht, Loot brauchen wir nicht. Map Color, das können wir ganz gut gebrauchen. Das ist dann eben die Farbe, die dann auf den Karten angezeigt wird. Entweder macht man das als Hexadezimalcode, ihr habt das eben ganz, ganz kurz gesehen in Anführungszeichen, oder als eine Liste mit RGB-Werten quasi. Und ich mache das hier mit RGB-Werten. Das liegt vor allem daran, dass es eine Wiki-Seite gibt, auf der das quasi vorgeschlagen wird oder angezeigt wird, welche Blöcke welche Farbe haben. Ich packe mal dazu einen Link in die Videobeschreibung. Und da haben wir eben das hier für Kalzit. Und das ist dann hier dieser Vorschlag. Seht ihr direkt die Farbe. So, können wir noch irgendwas gebrauchen? Ich glaube nämlich nicht. Nee, nee, nee. Diese ganzen Block-Trigger, die wir haben, benötigen wir gar nicht für diesen Block. Der ist da deutlich simpler. Placement-Filter braucht man nicht. Cube-Ticking, Random-Ticking, Rotation, Selection-Box, Transformation, Unit-Cube. Brauchen wir alles nicht, also lassen wir es so. Dann gehen wir hier zu den blauen geschweiften Klammern. Gehen einmal darunter und sagen Permutations. Events brauchen wir für dieses Mal nicht, weil wir eben auch keine Block-Trigger haben. So, Permutations. Und dann sagen wir Condition. Und dann können wir jetzt hier quasi Blockeigenschaften abfragen. Unter anderem, also vor allem eben mit Query.BlockProperty. Das ist dann eben die Mulang-Query, mit der man Eigenschaften abfragt. Da sagen wir Minecraft Doppelpunkt Cardinal Direction, Apostrophe, Klammer zu. Das vergleichen wir zum Beispiel eben mit dem Wert North. Also die Treppe, die vertikale Treppe soll Richtung Norden schauen. Und es soll eben die untere Hälfte vom Block besetzt werden. Ja? Also Query.BlockProperty, Apostrophe, Minecraft, Doppelpunkt, Vertical Half, Apostrophe, Klammer zu, gleich, gleich. Und Bottom. So, nochmal eine Apostrophe. Wir lassen es erstmal kurz so. Ich füge da noch gleich was hinzu. Keine Sorge. Aber jetzt sagen wir hier erstmal Components.
Doppelpunkt. Dann fügen wir zwei Sachen hinzu, nämlich einmal Collision Box und Geometry. Ja? Also machen wir es einfach gleich mal so. Dankeschön, Minecraft Doppelpunkt Geometry. Und mal schauen, ob es uns vorgeschlagen wird. Wir tippen ein Geometry.stairs. Mal schauen, ob wir ein bisschen Glück haben. Gehen wir mal weiter nach unten, da sind eine ganze Menge. Da haben wir es. Vertical, Northeast, Northwest, Southeast, Southwest. Als erstes wollten wir Northwest machen. Also machen wir das mal so. Collision Box fügen wir Origin hinzu. Das können wir erstmal löschen. Und dann fügen wir hier Size hinzu. So. Und da habe ich es gerade aus Versehen gelöscht. Machen wir das erstmal so. Das sieht dann eben so aus. Wir gehen einmal kurz rüber zu Blockbench, wo wir uns dann anschauen, wie das Modell eigentlich aussehen müsste. Und Northwest war quasi das erste Modell, was wir erstellt haben. Ich mache das mal kurz unsichtbar. Und im Grunde sah das dann, die obere große Hälfte davon sah quasi so aus. Wie diese Stufe hier. Das wird unsere Kollisionsbox, weil, wie vorhin schon und in den letzten Videos erwähnt, man kann im Grunde nur einen dieser Blöcke als Kollisionsbox festlegen. Da machen wir einfach hier diese vertikale Stufe im Grunde. Und die Position ist minus 8, 0, 0 und 16, 16, 8 als Größe. Also müssen wir es einfach mal merken. Gehen wir hier nach unten. Minus 8,0,0 und 16,16,8. Und ihr erinnert euch, das hier ist Northwest, also nicht nur Norden, sondern eben auch Westen. Daher sagen wir jetzt hier, wir machen einfach eine Klammer außenrum. Das heißt, entweder das trifft zu oder eine andere Eigenschaft. Und ein oder stellt man eben so da. Dann machen wir hier Klammer auf, Klammer zu. Und da drinnen fragen wir zwei weitere Eigenschaften ab. Im Grunde wie davor. Query.blockProperty, Klammer auf Apostrophe, Minecraft, Doppelpunkt, Cardinal Direction, Apostrophe, Klammer zu, gleich gleich, Apostrophe, West, hoppla, Apostrophe, so. Und diesmal soll die vertikale Blockhälfte quasi auf top sein. Also query.blockProperty, Klammer auf, Apostrophe, Minecraft, Doppelpunkt, Vertical Half, Apostrophe, Klammer zu, gleich gleich und top, Apostrophe und dann sollten wir das haben. So, ich lese nochmal vor, Klammer auf. Query.blockProperty, Minecraft-Doppelpunkt, Cardinal Direction gleich North und Query.blockProperty, Minecraft-Doppelpunkt, Vertical Half gleich Bottom, Klammer zu, oder Klammer auf, Query.blockProperty, Minecraft-Doppelpunkt, Cardinal Direction gleich West und Query.blockProperty, Minecraft-Doppelpunkt, Vertical Half gleich Top. So, und das machen wir jetzt hier insgesamt viermal für jeden der vier quasi Eigenschaften. Als nächstes würde ich wahrscheinlich North East machen. Dann hätten wir hier North. Dann müssen wir das hier ja quasi ändern, also auf Top, North, Top, East, Bottom, würde ich sagen. Dann tauschen wir das immer. Ja. Mal schauen, wie ich es gemacht habe. Ich mache die jetzt einfach alle mal, ja, und im Grunde viermal dasselbe. Einfach kopieren und Werte verändern. Also, bis gleich. Also, ich habe die jetzt alle einmal fertig gemacht und wir schauen uns einfach mal an, welche Werte ich da verwendet habe.
einfach nochmal zum Überprüfen. Wir haben hier North Bottom, West Top und da haben wir dann die Werte minus 8, 0, 0, 16, 16, 8 und eben Geometry Stairs Vertical Northwest. Okay, dann das erste neue quasi, North Top und East Bottom. Und da haben wir den Wert minus 8, 0, minus 8, 8, 16, 16 und Geometry.StairsVertical Northeast. Dann weiter nach unten, hier haben wir dann South Top und West Bottom. Und das ist 0, 0, minus 8, 8, 16, 16 und Geometry.StairsVertical Southwest. Und zu guter Letzt haben wir hier South Bottom und East Top. Und das ist dann minus 8, 0, minus 8, 16, 16, 8 und Geometry.StairsVertical Southeast. So, dann sollten wir da auch im Grunde alles haben. Das können wir jetzt hier einmal abspeichern, beziehungsweise habe ich das schon einfach mal schließen. Und dann können wir das Ganze exportieren als Minecraft-Addon. Und ich denke, da gibt es jetzt gerade keine Fehler. Nö. Hätte man natürlich vorher nochmal nachschauen können, aber wenn es keine gibt, dann muss man das auch nicht nachschauen. So, einmal herunterladen. Dann gehen wir hier rüber zu irgendeinem Browser, da wo ihr halt Blockbench benutzt habt und klickt halt eben hier einfach drauf. Und dann sollte sich Minecraft direkt öffnen und das wird alles dann importiert. Da haben wir sie erfolgreich importiert. Dann können wir hier mal auf Spielen gehen. Wir gehen zu unserer Testwelt, die wir bereits erstellt haben, auf die Einstellung bzw. auf Bearbeiten, keine Ahnung. Dann gehen wir hier zu Add-ons, hoppla, auf meine Pakete, auf Aktiv. Wir aktivieren einfach beide. Das, was momentan drin ist, einfach deaktivieren. Und dann nehmen wir die neueste Version hier. Die ist tatsächlich auch ein bisschen größer. Ihr seht, 0,1 Megabyte und 0,11 Megabyte. Und ja, da haben wir deutlich was hinzugefügt. Ihr seht hier 0,4, 0,4, 0,10. Ich weiß nicht genau, was wir dazwischen hinzugefügt haben, aber irgendwas wird es wohl schon sein. Und dann starten wir einfach mal die Welt und schauen uns an, ob das Ganze funktioniert. Auf jeden Fall keine Fehler. So, dann schauen wir mal, was kann man hier jetzt damit anfangen. Gehen wir zu den Baublöcken und zu den Treppen. Und dann seht ihr, hier haben wir die Calcit-Treppe vom letzten Mal und hier haben wir die vertikale Calcit-Treppe. So, dann schnappen wir uns hier einfach mal und platzieren die einfach so. Das macht auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, ich schnappe mir auch nochmal schnell einen Block Calcit. So, machen wir das mal kurz weg. Wenn ich jetzt hier auf die untere Hälfte klicke, dann seht ihr, es ist nach links gedreht. Wenn ich hier auf die obere Hälfte klicke, dann ist es nach rechts gedreht. Also das funktioniert auf jeden Fall. Ja, testen wir einmal die Collision Box aus. Also hiermit, mit diesem Teil, mit dieser Hälfte hier vom Block, gibt es eine Kollision. Und hier. Oder auch nicht. Auch nö. Ernsthaft, ich kann hier an der leeren Stelle nicht durchgehen. Das heißt, das ist auf jeden Fall falsch. Moment, gehen wir hier rüber zum Kompassblock. Dafür haben wir ja den Block hier gemacht. Jetzt klicken wir einfach mal hier überall hin, platzieren die Blöcke und dann testen aus, was davon funktioniert. So, das scheint zu funktionieren. Das ist dann hier die hintere Seite quasi. Das scheint nicht zu funktionieren. Nee. Das ist quasi hier vorne die Hälfte. Ja. Und hier funktioniert es wieder. Also merkwürdig. Und hier ist es
Ja, wieder die vordere Hälfte. Das heißt, wie beim letzten Mal muss ich wahrscheinlich einfach die X und Z, nee, nicht X und Z, die X-Koordinaten so ändern, dass sie eben auf der anderen Seite sind. Ich habe keine Ahnung, warum das der Fall ist. Vor allem, weil wir den Block ja nicht irgendwie gedreht haben im Nachhinein oder so. Ich habe einfach nur die Werte vom Blockbench übernommen. Das ist sehr merkwürdig und auch im Grunde sehr schade, weil das macht ja im Grunde den Block kaputt, wenn man das nicht auf Anhieb herausfindet. Also Osten und Westen, dort müssen dann bei der Collision Box Origin quasi die Werte geändert werden. Also wir sehen uns dann gleich wieder. Also dann öffnen wir einfach mal die vertikalen Calcit-Treppen. So. Dann gehen wir mal nach unten und schauen mal, wo ist quasi die West-Ost-Ausrichtung. Wenn wir dort auf die untere Hälfte klicken, ihr seht, hier haben wir West Bottom. Das heißt, hier müssen wir den X-Wert verändern. Und zwar von 00 minus 8 zu minus 8, 0 minus 8. Und dann schauen wir mal, wo ist East Bottom. Hoppla. Das wollte ich nicht. So, South Bottom, okay, das wird es dann nicht sein. Hier haben wir auf jeden Fall South Top. Und dann brauchen wir noch East Bottom. Das haben wir hier. Ja, das haben wir hier, East Bottom. Und dann müsste hier aus minus 8, 0, minus 8 einfach 0, 0, minus 8 werden. Also einfach quasi in die andere Richtung verschieben. Okay. Gut, dann sollte das jetzt aber richtig sein. So, dann können wir das speichern und schließen. Und wenn wir gleich hier sind, dann machen wir auch gleich die Rezepte. So, dann gehen wir hier auf die drei Punkte, sagen New File. Gehen hier zur untersten Kategorie und suchen uns dann dieses kleine Büchlein. Und dann, ich mache das immer ganz gerne, wenn man quasi unterscheidet zwischen der Werkbank und der Steinsäge zum Beispiel, dass man einfach quasi den Block, mit dem man das herstellt, einfach dazu schreibt. Also zum Beispiel Crafting unterstrich Table unterstrich und dann Calcite unterstrich Stairs unterstrich Vertical. So, ist ein recht langer Name, aber ist hoffentlich recht verständlich. So, wir schnappen uns Shaped Recipe. Das ist nur für Werkbänke und später bei der Steinsäge holen wir uns Shapeless Recipe. Also, Create. Dann hätten wir das. Tags, da kommen quasi die, ja, die Arbeitsblöcke quasi rein, mit denen man das herstellen kann. So, jetzt habe ich es aber. Also packen wir hier einfach Crafting unterstrich Table rein. Genau so. Dann die Keys, das sind dann die einzelnen Gegenstände, die in dem Pattern, also in der Form quasi vorkommen, in dem Rezept. Und standardmäßig nimmt man da einfach Raute bzw. Hashtag, wie auch immer, eine geschweifte Klammer. Dann holen wir uns hier Item und sagen Calcite. So, Calcite. Dann kommt das Pattern, die Form quasi vom Rezept. Und bei einer normalen Treppe ist es ja so, man hat links oben quasi Calcit, dann weiter unten in der zweiten Reihe Calcit, Calcit leer und in der untersten Reihe ist halt Calcit, Calcit, Calcit. Und ich drehe das jetzt einfach auf den Kopf. Ja. Also machen wir hier einfach drei davon. Dann gehen wir eins nach unten, machen dann zwei davon. Genau so. Und zu guter Letzt machen wir noch eins davon. Also einfach kopfüber. Und das Result, das Ergebnis, das den Gegenstand, den man dabei bekommt.
So, dann sagen wir Item. Schauen wir mal, ob es angezeigt wird. TA Doppelpunkt. Das ist ja hier unsere Projektpräfix. Nein, leider nicht. Was, wenn wir Cas als Stairs eintippen? Auch nicht. Gut, dann machen wir halt alles. So, Cas als Stairs Vertical. Mal schauen. Da haben wir es. Okay. Cas als Stairs Vertical. Einmal mit Abstand, einmal ohne Abstand. Keine Ahnung, warum. Aber wir nehmen das ohne Abstand. Und dann Count, weil wir ja nicht nur eins davon bekommen. Count, Dankeschön. Und da tippen wir 4 ein, weil man von diesen 6 Blöcken, die man benutzt, natürlich nur 4 Treppen bekommt. Was kann ich machen? Das Rezept ist halt ein bisschen unfair. So, speichern und schließen. Damit hätten wir das. Und dann machen wir ein zweites Rezept. New File. Recipe. Und diesmal Stone Cutter Unterstrich Calcite Unterstrich Stairs Unterstrich Vertical. So. Template Shapeless Recipe. So. Create. Auch wieder Tags. Und diesmal kommt Stonecutter rein. Dann kann man das mit der Steinsäge machen. Ingredients. Ähnlich wie zuvor. Geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und drin müssen wir dann angeben, was für ein Gegenstand das ist. Und zwar ist es Calcit. Aber wenn ihr mehrere davon bräuchtet, dann könnt ihr da noch Count angeben, und wenn ihr irgendwelche Blockvariationen hättet, könnt ihr dir noch Data angeben, aber das brauchen wir alles noch nicht. Beziehungsweise brauchen wir das gar nicht in diesem Fall. Und dann sagen wir hier Item TA Doppelpunkt. Okay, wir machen einfach alles selber. Cassette Stairs Vertical. Wird vorgeschlagen, wunderbar. Dann setzen wir hier ein Komma. Und nee, im Grunde war es das. Wir könnten Count angeben. Count gleich 1, aber das macht keinen großen Unterschied. Beziehungsweise macht das gar keinen Unterschied, ist nur ein bisschen länger. Also können wir das einfach so speichern. Gut, dann sollten wir das haben, dann können wir das wieder exportieren. Und dann einfach wieder in Minecraft importieren. Also, dann sollte es jetzt aber funktionieren. Wir bauen einfach nochmal alle Blöcke hier ran und dann testen wir die einfach mal aus. Das hat ja hier vorher schon geklappt. Das heißt, hier sollte es keine Probleme geben. Ja, die hintere Hälfte hat die Kollisionsbox. Hier, das haben wir eben verändert. Und hier funktioniert es tatsächlich auch. Wir bleiben hier hinten stehen und dann können wir hier quasi gar nicht reingehen. Das funktioniert nicht. Hier. Genau dasselbe, das hat ja auch eben schon funktioniert. Und die vierte Seite, die letzte, da funktioniert das jetzt auch. Ja, also ich habe keine Ahnung, warum dieser Bug quasi auftritt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so ein richtiger Bug ist. Keine Ahnung, da ist irgendwas schiefgelaufen. Entweder bei Blockbench oder bei Minecraft. Irgendwas ist da kaputt und deshalb muss man quasi die X-Achse immer rüberschieben. So, dann testen wir mal aus, ob wir das auch herstellen können. Erstmal die Steinsäge. Ihr seht, wir haben hier die Stufen, die vertikalen Stufen, Treppen und vertikalen Treppen. Also das haben wir auf jeden Fall. Und dann können wir das hier einmal ausprobieren mit den, ja, machen wir zuerst die Treppen. Und das machen wir so. Das funktioniert. Wenn wir das hier quasi kopfüber machen, dann seht ihr, bekommen wir vertikale Treppen dafür. Okay, was machen wir jetzt damit? Naja, im Grunde, schaut es euch mal an, wir können damit Röhren bauen. Also könnt ihr jetzt einfach Mario nachspielen und dann springt ihr da rein und landet irgendwo in einem anderen Level oder so. Und dann könnt ihr halt da drinnen rumfliegen. Man fällt auch nicht raus. Das liegt halt daran, dass, ich zeige es nochmal, dass hier ja quasi eine Kollisionsbox ist, hier eine Kollisionsbox, hier eine.
und hier eine. Und da sind halt immer nur so halbe Blöcke quasi als Lücke zwischen. Und da passt der Spieler halt einfach nicht durch. Wenn wir das hier zum Beispiel zerstören, dann seht ihr, können wir in diesem Stück hier drinnen stehen. Dann können wir hier auch locker durchgehen. Hier nicht, weil das hier quasi dieses Stück hier als Kollisionsbox markiert ist. Also da können wir uns dann noch durchzwängen. Aber so, wenn alles zu ist, kommen wir da gar nicht erst durch. Und das können wir natürlich auch mit unseren Treppen kombinieren, die wir hier haben, und unseren vertikalen Kalzitstufen. Und dann können wir hier irgendwelche Abzweigungen machen. Mal schauen, ob ich die jetzt hier so auf die Schnelle hinkriege. Machen wir das einfach mal so. Und dann ja, packen wir nochmal eine Schicht oben drüber. So. Und dann machen wir hier dann die Abzweigung. Also die beginnt dann quasi hier. Da packen wir dann Treppen drüber. Die müssten dann aber auch kopfüber sein, so. Und schauen, ob ich das so hinkriege. Ja. Dann können wir das hier so entlang ziehen. Entlang ziehen. Packen wir hier unten noch eine hin. Andersrum. So eine hin und so eine hin. Und dann müssen wir die hier hinten im Grunde nur noch zumachen. Klick, klick. Klick. Und dann haben wir das, ja. Also wenn wir jetzt hier reinschauen, dann seht ihr, da haben wir einfach eine Röhre und die führt dann da nach unten. Man kann dann natürlich nicht durchgehen, das klappt einfach nicht, wir sind dafür zu groß. Man kann es leider auch nicht mit Wasser füllen, das ist momentan mit selbst erstellten Blöcken noch nicht möglich, dass man die dann irgendwie mit Wasser auffüllen kann. Selbst wenn die Kollisionsboxen bzw. die Auswahlboxen quasi nicht vollkommen sind. Aber so kann man das immerhin einigermaßen machen. Also das ist komplett hohl. Da könnte man theoretisch hineingehen. Buddeln wir uns einmal rein. So, dann sollten wir jetzt hier genug Platz haben. Und ihr seht, wir können hier einfach hochgehen und dann kann man da rausschauen. Dieses kleine Stück hier, was im Grunde fehlt, das kann man halt einfach nicht ändern. Da müsste man irgendwelche ganz verrückten Blockvariation machen. Ja, das ist dann noch irgendwann Übertreibung. So viele Sachen möchte ich jetzt auch nicht machen. Ich dachte mir so, ja, Stufen, vertikale Stufen sind ja sehr beliebt. Dann holen wir uns Treppen und um das quasi alle am Ende quasi auszugleichen, holen wir uns auch noch vertikale Treppen und dann haben wir das. Ja. Was kann man noch damit machen? An sich kann man Rahmen damit machen. Also wenn ich hier irgendwie unten ein paar davon platziere. So, keine Ahnung, ich glaube, das waren 6 oder so. Und dann machen wir das hier irgendwie 2 hoch oder so. Und machen wir das einmal so, damit wir die kopfüber platzieren können. Und dann lassen wir die mal verbinden, einmal schleichen und drauf tippen. Hier drüben müssen wir zweimal drauf tippen. Und dann haben wir hier irgendwie so einen Fensterrahmen oder so. Oder wir können da ein Gemälde reinhängen, indem wir hier ein bisschen Holz nehmen und dann ein Gemälde. Und dann füllen wir das hier hinten einfach aus. Genau so. Und dann platzieren wir hier irgendwie ein Bild oder so. So, und dann seht ihr, das ist jetzt irgendwie wie so ein uralter Fernseher, so aus den 60ern, 70ern, mit so einem extrem dicken Rahmen außenrum und so einem winzig kleinen Bild. Oder einfach so ein Kinosaal, dann kann man das natürlich noch größer bauen, ein größeres Gemälde dahin hängen. Aber so sieht das eigentlich ganz schön aus. Ja, ich bin sicher, da fällt euch noch sonderlich mehr ein. So kreativ bin ich ja auch nicht. Ich bin eher derjenige, der quasi, wenn er Probleme findet, nach Lösungen sucht. Wie zum Beispiel, es gibt keine vertikalen Stufen, was kann man machen? Es gibt von Kalzit quasi keine Blockvariation, was kann man machen? Dann finde ich halt dafür Lösung. Ich bin da eher so die Person, die dann nach Lösungen sucht, anstatt dass ich irgendwas ganz Kreatives mache. Ja. Also, das war's dann fürs Erste. Ich werde tatsächlich dieses Add-on, dieses Minecraft-Add-on, was wir jetzt hier haben, veröffentlichen. Das Blockbench, nicht das Blockbench-Modell, das Bridge-Projekt werde ich auch veröffentlichen.
dann könnt ihr euch das einfach mal schnappen, könnt die Dateien dann von denen halt kopieren und dann die Werte abändern, damit ihr eure eigenen Blockvariationen machen könnt, wenn ihr quasi zu faul seid, das alles selbst zu schreiben. Da bin ich sicher, einige von euch wollen einfach nur das selbst mal ausprobieren und dann ist auch gut. Wenn ihr es machen wollt, dann könnt ihr es machen. Ist mir relativ egal. Also, das war's dann mit der Folge. Wie gesagt, links unten in der Videobeschreibung. Hoppla. Links unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch dann das Add-on und das Bridge-Projekt holen. Und dann war es das auch im Grunde zumindest fürs Erste mit diesem kleinen Projekt. Ich bin sicher, ich füge da noch ein paar Sachen hinzu, aber die haben dann nicht mehr mit diesen Blockvariationen hier zu tun. Natürlich könnte man jetzt Viertelblöcke, Achtelblöcke, Sechzehntelblöcke, einzelne Pixel machen, aber das ist dann auch irgendwann genug, ja. Also ich würde sagen, das, was ich hier gemacht habe, ist auch wirklich an sich schon, es reicht schon, kann man sagen, es reicht schon. Mehr braucht man da eigentlich nicht. Wenn man noch mehr Sachen hinzufügen möchte, wird irgendwann werden die Wege, um das quasi zu bekommen, irgendwie unmöglich kompliziert. Man hat es ja bei den Treppen bereits gesehen. Im schlimmsten Fall muss man viermal auf die Treppen draufdrücken, um quasi diese Variation zu bekommen. Wenn ihr einzelne Pixel machen würdet, dann bräuchtet ihr irgendwie 16 mal 16 mal 16 verschiedene, also 16 mal 16 mal 16 mal draufklicken, im schlimmsten Fall, um diesen einen Pixel irgendwo im Block quasi anzuordnen. Das ist dann halt einfach, ja, komplett übertrieben. Deshalb mache ich sowas nicht. Das, was ich bisher gemacht habe, reicht mir dann auf jeden Fall. So, genug geplaudert. Ich würde sagen, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!